Ach, stimmt ja. Da ja jetzt nichts mehr gespoilert werden kann, würde ich sagen, da mache ich mal den Rest meiner 18 Kisten auf. Und öffnen. Wir kriegen... Ach, das sind wieder die Kisten, die aufgeschossen werden müssen, obwohl das voll gefährlich ist. Da drin ist ein Webley-Revolver. Nee, das ist ein Nagant-Revolver. Upsi, wie peinlich. Nagant-Revolver, auch sehr interessante Waffe. Wird natürlich hinzugefügt. Der Rasputin. Sieht nett aus. Ein Puzzlestück für eine Rebmesser. Rebmesser. Nicht Rebmesser-Machete, Rebmesser. Ja, würde ich sagen, behalte ich. Wieso auch nicht? Oh, ah, da sieht er nochmal die Huart. Die sieht ja nice aus. Hier voll der saubere Lauf mit Verschluss und so weiter und dann so ein zerkratzter Stock. So, sowas finde ich ja immer richtig witzig. Ach, ist legendär. Highlander. Ja, behalten. Wozu brauche ich die Schrottteile? Und ein Knüppel. Sieht merkwürdig aus. Ich bin ja nicht für Knüppel. Ich bin ja absolut kein Stumpfwaffentyp. Aber was soll ich mit den Schrottteilen? Eigentlich ist das wahrscheinlich eine dumme Idee, dass ich alles öffne hier. Und demnächst werde ich feststellen, dass ich voll viele Schrottteile brauche und dann habe ich nichts. Was ist das denn? Budeo. Ach, ich glaube, den kenne ich auch. Das ist so ein Revolver ohne Trigger Guard. Ich glaube, das ist, der ist italienisch. Ja, legendär. Kukri. Kukri ist doch schon eher so mein Messertyp. So, und es gibt... Ah, das ist... Ach ja, das kenne ich. Das ist ein Vorgänger von der Colt M1911, beziehungsweise das ist ein anderes Modell von Colt. Der Hammerless, also es ist eine Colt-Pistole ohne Hammer, beziehungsweise mit Schlagbolzen. In diesem Jigsaw-Muster, also in diesem Buntanstrich, wird natürlich behalten. Und kein Puzzleteil. Okay. Oh, ein schickes Martini Henry. So ein Gold mit schwarzem Nussbaumholz wahrscheinlich. Oder geschwärztem Nussbaumholz. Ist auf jeden Fall richtig cool. Also obwohl mit so einer Goldwaffe im Ersten Weltkrieg rumgurken. Auf jeden Fall behalten. Und noch ein Puzzleteil für dieses Redmesser. Oh, was ist das denn? Klapperschlange, eine goldene Louis. Ja, machbar. Und Trupp-XP-Boost, legendär. Ja, kann ich gut gebrauchen. Jetzt kann ich das ja auch online spielen. Und jetzt sind die Billo-Kisten, die einfach nur ein Schloss haben. Ne, zwei. Matzen. Matzen im Buntanstrich mit so ein bisschen Gefussels hier um den Lauf. Um den Schaft. Durchbehalten. Oh, eine Chai Rigotti. Auch wieder in dem Der Herzog von Osa. Also auch wieder mit diesem schwarzen Holz. Sieht sehr edel aus. Aber eigentlich kriege ich nicht mal so... Ich möchte mal so eine richtige kaputte Waffe. Das erste Weltkrieg. Ich will eine Waffe, die so aussieht, die gleich auseinanderfallen. Oh, Gewehr 98 im Buntanstrich ist natürlich auch wieder mit Vlies oder ist das Kartoffelsack? Und noch Puzzlestück für die Keule. Und, wieder ein großes. Beziehungsweise eins mit drei Schlössern. Es gibt ein Musin. Ja, peinlich. Es ist das. Sieht aber sehr ähnlich. Also. Ja, es sieht natürlich nicht aus wie ein Musin, sondern auf den ersten Blick. Ruckzuckgewehr in Edelweiß mit so einer Lederkappe, wo man, obwohl man bei dem Gewehr sowieso nicht so vorne anfasst. Was soll das da vorne? Egal. Sieht nett aus. Hat er mir gerade gesagt, dass ich das doppelt habe? Kann ich die auch nachträglich noch verschrotten? Ah, der Budeo-Revolver wieder. Der Tapfere. Du besitzt dieses Objekt bereits zweimal. Ja, okay, dann muss ich es ja verschrotten, oder? Trupp-XP-Boost. Machbar. Habe ich die denn alle her? Oh, diese Viermachtpistole. Wie heißt das Ding? Howard-Pistole, genau. Es ist so eine vierläufige Pistole. Der Colonel. Jo. Ah, okay, das ist das Niedrigste, oder? Das hat nur ein Schloss. Kolibri.
Die Kolibri-Pistole in Gold ist natürlich Premium. Wenn schon blödsinnig, dann aber richtig. Oh, das ist... Ach, das ist dieses russische... Das ist das russische Winchester-Gewehr, genau. Königlicher Befehl. Das sieht aber kacke aus. Ich finde, das sieht kacke aus. Ich verschrotte das. Bei Skins ist mir auch völlig egal, wie selten die sind. Wenn die mir nicht gefallen, gefallen die mir nicht. Okay, was ist das? Tarnumhang, so ein dunkles MG15. MG15 war eigentlich mal ein Flieger-MG, wurde dann aber auch an die Infanterie ausgegeben. Ich habe gehört, dass es hier im Spiel überpowered ist. Ja, das Ding schon wieder. Nee, das will ich nicht haben. Müsste das langsam mal so zum Ende kommen? 762x45. Okay, ach, das ist diese Beretta-Pistole. Die Arditi, ja, mit so einem schönen Hellholzgriff. Ja, behalte ich. Und wieder ein großes. Was ist... Totokia, ist das Ding aus Star Wars? Das ist ja geil, was die Sandläufer haben. Ich glaube, das ist irgendwie abgekupfert von irgendeinem indonesischen Volksstamm. Das ist natürlich nice. Okay, ich bin auch out of Battle Packs. Und ja, dann kann ich mir eigentlich nur noch hier kurz nochmal meine Soldaten angucken. Es wird natürlich auch demnächst vielleicht ein paar, wenn ich Bock habe, Teile geben, wo ich Multiplayer spiele. Denn jetzt kann ich es ja endlich spielen. Dann bedanke ich mich rechtzeitig fürs Zugucken dieser Folge und sage bis dann.